Willkommen zu Let's Test Sonic Speed Simulator, einem offiziell von Sega lizenzierten Sonic-Spiel für, haltet euch fest, Roblox. Ja, diese Online-Zwischenplattform, die es für PC, iOS, Android und sogar für Xbox One gibt. Da kann man quasi seine eigenen Games entwickeln und andere Nutzer können sie spielen. So ein bisschen wie bei Mario Maker oder Spielestudio für die Switch. Auch sehr umstritten, Roblox, ne? Da können wir auch nochmal drüber reden. Ich habe auch schon Erschreckendes festgestellt, aber erstmal zum Spiel. Ja? Tatsächlich professionell entwickelt von GameFam Studios und total approved und lizenziert von Sega. Ein Spiel, das in der Sonic-Community ein bisschen Wellen geschlagen hat. Im letzten offiziellen Sonic-Livestream wurde es auch mal gespielt und es sieht schon interessant aus. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich musste mit Betonung mich schon damit auseinandersetzen, weil man da auch wirklich Zeit reinstecken muss in das Ding, ne? Ich habe es mal betätigt. Ihr seht auch meine Maus, die kann ich merkwürdigerweise nicht ausblenden, deswegen kann ich die nur aus dem Bildschirm raus bewegen. Was hier alles los ist, habe ich mir noch gar nicht... Die Wiedergeburten, das klingt fast wie eine Beleidigung. Da zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Wir haben hier eine Welt. Und da laufen wir lang wie von der Tarantel gestochen. Aber das war am Anfang, als ich das Spiel gestartet habe, absolut nicht so. Ich will noch ein bisschen flüssiger sein. Guck mal, Level Up. Dann werden wir noch schneller mit dem Level Up. Jetzt mal woanders hin. Ja, solche Spiele gab es ja schon des Öfteren, ne? Sonic Utopia, oder wie sich das alles schimpfte. Gab's zuhauf und die Leute haben's geliebt, mehr oder weniger. Oder dann gab's noch mehr von solchen Fangames. Es ist ja kein Fangame, das muss man nochmal dazu sagen. Gab's immer mehr davon. Leute haben gesagt, Markus, spiel das mal. Zeig das mal, das ist so geil. Und es gibt immer noch ein paar Kandidaten. Fangames, die wirklich lohnen würde, mal zu zeigen. Aber jetzt hierzu. Nun. Wie gesagt, ich muss mich auf Roblox anmelden mit Benutzernamen, mit Geburtsdatum, Passwort. Und schon ist man drin. Sehr merkwürdige Plattform, wenn ihr mich fragt. Guck mal, da oben können wir auch an diesen Erfahrungspunkte-Ring, indem wir springen. Ja. Dann füllt sich oben die Leiste. Ich glaube, Level 50 ist das höchste. Kann sein. Hatte ich noch nie. Also der Witz ist, und vielleicht werden wir das auch nochmal sehen. Nicht ganz hoch geschafft. Wenn man das Spiel beginnt, ist man verdammt langsam auf Level 1. Also so richtig langsam. Unglaublich. Ich versuch's mal zu imitieren. Ne? So ungefähr. Dann denke ich so, hä, wie? Sonic Speed Simulator? Und du musst halt erstmal diese Kristalle sammeln, die Geräusche geben von Sonic and the Secret Rings. Daher ist das Geräusch. Ja, da, der Soundeffekt. Gut erkannt. Und auch überall die Werbung zum Kinofilm. Also es wirkt so halbprofessionell. Auch die ganze Zeit diese Einblendungen. Wer da Erster geworden ist oder so, es interessiert mich nicht so richtig. Also, man kann irgendwie an den Rennen teilnehmen. Das werden wir auch noch versuchen. Hier ist noch ein Erfahrungspunkte-Ring. Da sollen wir das so machen. Level up. Das ist der kleinste Looping. Am Anfang kannst du auch keine Loopings laufen. Und du kannst nicht so hoch springen. Und vor allen Dingen, was auch immer die hier mit den Chaos die ganze Zeit haben, das habe ich mich auch noch nicht mit befasst. Vor allen Dingen startet man nicht mal als Sonic, sondern als nur noch 15 Charakter. Ja, als sein Roblox-Avatar. Damit habe ich mich halt auch nicht befasst. Dann kann man mal ganz kurz gucken hier unter Menü. So sah ich aus. Zeigen wir das einfach mal. So bin ich am Anfang rumgerannt. Ich habe jetzt nicht umgestellt. Man kann das bestimmt irgendwie umstellen. Sieht halt sehr feminin aus, die Frisur. Und es hat lang gedauert, bis ich Sonic überhaupt freigeschaltet habe. Und hier haben wir auch Tails Boy. Wenn er nicht blockiert oder, sag mal, mach halt weg. So. Und man kann noch mehr bekommen. Hier Codes einlösen. Das probiere ich jetzt mal live mit euch. Ein Code, der nennt sich Riders. Kennt ihr noch Sonic Riders?
New Character Unlocked. Ich habe jetzt den Sonic Rider Sonic. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der hat seine Brille. Yeah! Und hat andere Schuhe. Okay. Für alle Fans von Sonic Riders. Warum denn auch nicht? Ne? Gut. Das kleinere Unterlevel, das ist quasi diese Oberwelt von Green Hill. Und es gibt insgesamt, das kann ich mal zeigen, Max Level. Wiedergeburt, um ein neues Max Level zu erhalten. Das machen wir gleich mal. Welt 2 ist das verlorene Tal. Und das ist die Green Hill. Hallo. Hallo, Henry. Ist halt auch so ein Online-Multiplayer-Spiel. Ich weiß nicht, warum das von Relevanz ist. Aber guck, der kann sich nur so langsam bewegen. Der ist vielleicht neu im Spiel oder so. Und weiß nicht, was los ist. Gotta go fast, mein Freund. Henry, gib Gas. Und denkst du auch so, hä, was? Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass man das erstmal langsam die Steuerung sich vertraut macht. Das ist quasi die Green Hill Zone aus Sonic Forces. Mit dem ganzen Sand. Dann haben wir die Emerald Hill Zone aus Sonic 2. Da steht auch schon, schließe Emerald Hill Obby ab. Ich weiß nicht, ob heißt es Lobby, aber steht überall Obby. Schneewalle, ist es Ice Cap? Auf jeden Fall eine Eiszone. Und ziemlich neu ist noch Hilltop. Die gab es vor kurzem noch gar nicht. Ja, dann zeige ich einfach mal alle Level, die ich bisher so gesehen habe. Es geht ja los. Hier mit Green Hill Obby 1. So, das ist quasi, und das musst du auch immer mit der Maus machen, was ein bisschen nervig ist, weil ich habe die Hände am Controller und ich werde sogar zweimal gefragt. Nein, ich möchte nicht hinreisen, ich bin ja schon da. So, und da kriegst du die Steuerung erzählt. Drück Sprung, Haltesprung. Ne? Da kann man sich auch ganz langsam, wenn man am Anfang noch ganz langsam ist. Guck mal, kann sogar besser, ne? Jetzt ist es, je schneller man ist, desto schwieriger ist halt auch die Steuerung, wenn du so willst. Ich würde die Steuerung eigentlich loben, aber präzise Sprünge sind damit nicht einfach. Weil der seht ihr das? Aber ich wollte erstmal zeigen, wie das schnell aussieht. Ja, dann gehe ich halt zurück. Fail, ne? Fail. Ich kann euch mal zeigen, wie die zweite Welt. Oder wir gehen mal hin. Und zwar, die Tore am Anfang gehen ja nicht frei. Die funktionieren ja nicht ohne weiteres. Und es gibt ja quasi in jeder Oberwelt so eine Art Ziel, ja, wenn man so will. Wenn ich das jetzt finde, wäre das da oben. So. Da war ich eben schon fast. Und so kommt man, ich glaube, auf Level 15 ist verlangt, zum verlorenen Tal Obby. Ne? Also ich hätte jedes Mal zweimal gefragt. Ein bisschen belastend. Wenn wir das jetzt schaffen, und es lädt hardcore nach. Wenn wir das jetzt schaffen, kommen wir tatsächlich in diese zweite Welt. Verlorenes Tal, also die Green Hill Zone aus Sonic Forces. Man hört es am Soundtrack, man sieht es auch. Green Hill sieht jetzt eher wie Sand Hill aus. Dann dachte ich mir dann, bevor ich jetzt irgendwie eine Wiedergeburt mache und dann vermutlich wieder langsam bin, können wir ganz kurz nochmal Looky Looky machen. Was hier so abgeht. Die dritte Welt habe ich noch nicht freigespielt. Also wenn man schnell ist, geht die Steuerung eigentlich gut von Hand. So. Aber wie gesagt, präzise Sprünge wie das eben. Vielleicht mit einer anderen Geschwindigkeitsklasse eben. Sprich, langsamer. Hier ginge es zu Welt 3, Emerald Hill. Kann ich die vielleicht freispielen mit euch zusammen? Hätte natürlich Stil. Wie komme ich da hin? Oh, da ist das Tor. Ich brauche aber eine Wiedergeburt dafür. Dann mache ich das doch einfach mal. Ich drücke jetzt mit euch unten. Ich hoffe, es ist kein. Ich hoffe, es ist nichts Falsches, was ich tue. Level 50 erforderlich. Haben wir eben erst erreicht. Tausche dein aktuelles Level und deine Geschwindigkeit gegen besondere Belohnungen ein. Moment. Bevor ich das mache, hier, Redeem, werde ich mir diese Belohnungen erstmal abholen. Ich weiß nicht, was es überhaupt ist. Das sind Lootboxen, Leute. Unbekommen. Was? Unbekommen. Unbekommen. Ich krieg halt Ringe. Keine Ahnung, Freunde. Ich guck mir das erstmal an. Ja gut, XP ist natürlich dämlich. Gibt's noch irgendwas anderes außer Ringe und XP? Weil das ist ja ein bisschen lame, du.
Es erinnert halt mehr an ein Mobile-Game. Aber wenn ich es so vergleichen muss mit diesen ganzen Sonic Runners und Sonic Dash und so weiter, dann ist das hier ein besseres Spiel. Aber man kann definitiv drüber streiten. Ja. Max Level, ich weiß. Ist jetzt nicht so schlimm. Es sind ja auch nicht viele XP, ne? Das muss ich jetzt mal zu Protokoll nehmen. Was? 5 Minuten Magnet? Also, das ist nichts Besonderes. Guck mal, ich mache mal ein Race hier. Freunde, ich nehme an einem Race teil. Jetzt, wo ich halt noch Level... Oh mein Gott. Ja, die sind ja viel schneller. Also gibt es doch noch höhere Level, oder wie? Oder andere Möglichkeiten, wie man da besser werden kann? War ich jetzt Zweiter? Ich krieg doch nicht mal was spitz. Ich krieg nicht mal was gesagt. Also ein bisschen unausgereift ist das Ganze schon. Nett gemeint, so. Coole Idee, liest das. Ach, da steht's jetzt, die Ergebnisse. Ich bin Platz 2. Aber warum Lilly so viel schneller war als ich, ist mir ein Rätsel. Gut, jetzt mache ich hier die Wiedergeburt. Kannst nicht mehr auswählen. Doch hier, Wiedergeburt. Let's go. Ja, aber dadurch bin ich halt ein geiler Hengst. So, und jetzt bewege ich mich sofort. Seht ihr das? Und du musst halt erstmal... Ich drück komplett, ne? Ich drück den Control-Stick durch. Und je schneller du die Dinger sammelst, desto schneller wirst du. Ihr merkt es, ihr seht es. So beginnt man das Spiel. Und diesen Effekt, dass man immer schneller wird, soll man anscheinend jedes Mal haben. Ich habe noch den Magnet. Ich merk's. Aber das ist ein bisschen sehr lächerlich, wie ich finde. Na, wie dem auch sei. Ja, und jetzt könnte ich dann theoretisch dann dorthin. Aber ich zeige euch noch ein paar Orte. Gehen wir mal hier unten lang. Und so wollt ihr natürlich nicht am Rennen teilnehmen. Ich habe da direkt zu Beginn drauf geklickt gehabt und ja, das Rennen war nicht sehr souverän, kann ich euch versprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß GameFam Studios ist, ne? Für ein Fangame würde ich schon sagen, nice gemacht. Ist aber kein Fangame. So, und jetzt kriege ich den Looping auch nicht, wisst ihr? Nicht möglich. Wegen dem Magnet habe ich trotzdem alle Erfahrungspunkt-Dinger bekommen. Ach, guck mal. Ja, jetzt kann ich nicht mal das zweite Ding wieder spielen. Aber wir gehen nochmal ins erste rein. Vielleicht ist es jetzt einfacher. Wo ist das erste Dingsgedöns? Das erste Obby. Da gehen wir jetzt hin. Willst du mich zweimal fragen? Ja, er fragt mich neuerdings zweimal. Sprung, alter Sprung. Ja, da kann man nicht viel falsch machen, ne? Das ist die Präzision. Ich war selbst überrascht gerade, dass ich so gefailt habe. Ich sag mal, so ist es ja kein Hexenwerk. Und dann gibt es hier irgendwelche Belohnungen, die ich noch nie mitnehmen konnte. Du musst da immer irgendwie eine Stunde warten. Und keine Ahnung, wozu ich das dann überhaupt spiele. Keine Ahnung, Freunde. Wozu man das dann überhaupt spielt. So, an diesen Experience-Ring kommt man anfangs halt nicht ran. Oh doch. Oh, guck mal, ich bin direkt super schnell, weil ich ein paar Level aufgelevelt habe. Dadurch. Ja, und dann gehen wir doch mal. Ach, mit dieser Wiedergeburt sind auch die ganzen Level geresettet? Och, wie dumm ist das denn eigentlich? Oh, Mondschau, sag mal, diese Schleife erfordert ein hohes Level. Das glaube ich. Haben wir gesehen. Wir sind immerhin lieber Level 16 wieder. Und ich habe auch das Gefühl, ich levele schneller als wie zuvor. Das Gefühl habe ich. Was auch eine Erklärung sein könnte, das weiß ich nicht. Weil Lilly gerade in dem Rennen so, ja, mich abhängen konnte ohne Probleme. Vielleicht gibt es ja dann noch ein höheres Level.
als das, was man bei dem ersten Leben hat. Also ich habe quasi dann eine Wiedergeburt und dann geht's bis Level 60 oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Hört meine Zuständigkeit auf. Ja, es macht mehr Spaß, als es sollte. Muss ich auch zugestehen. Das macht schon ein bisschen Laune. Aber ist halt eher die Kategorie Spielerei. So, und wenn ihr anfangt, ich erwähnte ja eingangs, dass ich nur meinen Avatar hatte und ich sage euch, wie man Sonic frei spielt. Ich wollte den Test jetzt nicht ohne Sonic anfangen, das wäre irgendwie nicht richtig gewesen. Mal sehen, ob man da noch was findet. Man muss, um Sonic frei zu spielen, um den Charakter zu unlocken. Ich gehe jetzt mal hier an den Start, ne? Hier beginnt man. Und vielleicht kriege ich hier die 1000 EP. Ups, die kriege ich. Hier ist Green Hill Obby 1. Und dahinter muss man hoch. Das schaffe ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ja. Charakterfragmente sind in Green Hill erschienen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Da will man hoch. Guck mal, geht's hier hoch? Ah, tatsächlich. Da kommt es trotzdem nicht viel höher, oder? Oh doch. Mit dem Bumper kann man jetzt zum Beispiel hier hin. Oh, das Wasser ist übrigens nicht so gefährlich. Ist irgendwie gefroren. Meine. Witzig, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe gewartet, bis ich hoch genug springen konnte. Und wenn man stattdessen in die andere Richtung geht, okay. Oh, ich komme sogar. Dann hat man hier, zack, ist nicht mehr da, aber ich sag's euch, hat man da Sonic unlocked. Und Tails habe ich in Lost Valley gefunden. Tails habe ich in einem anderen Level entdeckt. Ja, da können wir meinetwegen auch mal hingehen. Green Hill Zone haben wir jetzt zu Genüge bereist. Und vielleicht kommen wir ja nach Emerald Hill. Ach so, ich habe die Obby noch nicht. Ja, guck mal, ich habe schon wieder vergessen. Ich dachte, ich könnte das. Dann los. Ich kenne mich ja aus hier. Meine Westentasche. Da oben muss ich hin. So, 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 so. Ja, und es gibt halt quasi Kombos, je länger du so eine, in der Serie die Sachen einsammelst. So, ich will jetzt zur verlorenen Tal-Obby. Das war gerade nichts für Epileptiker. Und da kann man auch erst ab Level 25 sogar hin? Habe ich gerade erst. Bin mir nicht sicher, mit welchem Level man hier hin darf. Aber ich bin jetzt da. Und ich werde jetzt mal versuchen, da hinten hin, da Welt 3, wird immerhin gut angezeigt, das straight hin zu wollen, weil die Voraussetzungen dafür waren ja eigentlich nur eine Wiedergeburt. Dann gehen wir mal nach Green Hill. Emerald Hill, das ist die erste Zone aus Sonic 2. Ihr wisst es doch. Und ich werde auch immer zweimal gefragt. Oh, prima. Hier bin ich erstmals, das habe ich noch nicht gesehen. Hier ist ein Übergang, ne? Quasi von Sand Hill, nenne ich es jetzt. Zu gierig. Zu gierig. Ja, wird auch schwieriger, ne? Wird auch schwieriger. Okay, das habe ich aber mitbekommen. Hä? Irgendwie hat er direkt eine Homing Attack nach vorne gemacht. Obwohl ich nur einmal gedrückt habe. Wie beim Eggolem in Sonic Adventure 2.
Und jetzt bin ich hier in Emerald Hill. Oh, das sieht schön aus. Viele mögen ja Emerald Hill lieber als Green Hill. Klar. Geschliffeneres Levelchen. Erkunde ich das mal mit euch zusammen, ne? Was mir halt auffällt, viele grafische Details, also unterschiedliche Blumen und Gräser und Texturen. Aber das Level definitiv viel schneller. Ich habe wirklich eine halbe Stunde gespielt, um überhaupt mal auf Level 12 zu kommen oder so. Naja, vielleicht nicht. Der Vergleich hinkt, aber es geht trotzdem schneller. Ich bin schon auf Level 30. Ich glaube, den kriege ich noch nicht. Und für 3 Wiedergeburten käme ich dann also zur Eiswelt. Ich schätze, das werden wir im Let's Test nicht sehen. Also ich habe auch tatsächlich ein bisschen über ein Let's Play nachgedacht, aber es war mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Wo führt denn das hier hin? Es macht vielleicht zum Spielen ganz gut Spaß. Und weil es kostenlos ist, kann ich es auch mal... Für kostenlos empfehle ich es, ne? Geschenkt? Geschenkt könnt ihr es nehmen, oder? Selbst wenn ihr euch nie mit Roblox auseinandergesetzt habt... Ich auch nicht. Und deswegen bin ich überrascht, wie einfach das ist. Aber da sind wir dann beim Thema, ne? Denn Roblox, meine Damen und Herren. Ich muss mal versuchen, da hochzukommen. Ich probiere das jetzt. Was habe ich gelesen? Ich habe gelesen bei der Recherche, im Jahre 2017 hat Roblox YouTube abgelöst als die Internetplattform, die Jugendliche am meisten besuchen. Das konnte ich nicht glauben und viele von euch, ebenfalls YouTube-Nutzer, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht war es nur auf Amerika bezogen, ich weiß es nicht. Roblox an für sich kann ich jetzt nicht appreciaten, ganz ehrlich. Über das Spiel hier können wir gesondert reden. Aber ich sag euch, wie es ist. Es sieht ja ein bisschen aus wie ein App Store. Ja? Mit den verschiedenen Spielen. Und da wurde mir das hier auch direkt vorgeschlagen als eines der größten... Als eines der besten Pferde im Stall. Musste ich nicht lang suchen. Aber als ich Roblox zum zweiten Mal angeschmissen habe, jetzt hier für vor das Let's Test, da hatte ich nicht so das einfache Vergnügen. Kombo vorbei. Und da musste ich ins Suchfeld eingeben, Sonic. Und was da alles mich angelächelt hat, ist mir dezent schlecht geworden. Also du suchst auf Roblox nur nach Sonic und das erste Ergebnis ist natürlich das hier. Aber die ganzen anderen Ergebnisse ist ja wohl der größte Rotz, den ich je gesehen habe. Und es geht immer nur um Sonic Exe. Sonic Exe. Sonic Exe Returns. Sonic Exe Special Gedöns. Sonic Exe. Sonic Exe. Sonic Exe. Sonic Exe. Und ganz viel anderer Stoff, ein Spiel scheint. Also irgendwie komme ich in Emerald Hill nicht wirklich vorwärts. Ein Spiel scheint irgendwie ein klassisches Sonic zu imitieren, mehr oder weniger. Ein anderes. Sieht aus wie... Eines nennt sich Sonic World Adventure und da hatte ich kurz die Hoffnung, Sonic World Adventure ist ja der Name von Sonic Unleashed in Japan. Gibt ja auch so eine ganz besondere Handheld-Version von Sonic Unleashed, die es nur für seltene und wenige Smartphones gab. Aber die war das nicht, sondern auch wieder irgendein Fanmade 3D-Game. Im besten Falle an Licht erinnerte. Ich laufe immer denselben Weg. Hier gibt es echt nicht so viel zu entdecken. Lass mal woanders hingehen. Denn ich habe es auch noch mal nach Hilltop geschafft. Irgendwie mit so einem Sub-Level. Das werde ich gleich mal zeigen. Ich komme auch wieder irgendwo hin, noch zurück. Von den 3 Oberwelten, die ich bisher sehen durfte, finde ich leider
Emerald Hill mit am schwächsten. Lass mich nochmal zurück. Von mir aus gehen wir so nach Green Hill. Und dann kann ich das doch jetzt benutzen. So. Ja, Schneewalle und Hilltop. Zeig das mal im verlorenen Tal. Da gibt es auch diese kleinen Neben... Diese Obbys. Wenigstens der Soundtrack fetzt. Ja, und ich habe auch schon gehört, also auch allein, wo ich einfach nach Roblox gegoogelt habe, um euch zu sagen, dass es seit 2006 existiert für den PC. Ich kann nochmal den Rest vorlesen. Dann seit 2012 für iOS, seit 2014 für Android und seit 2015 für Xbox One. Ach, und für macOS gibt es auch. Well. Richard Chuck. Achso, natürlich hat Richard Chuck den Soundtrack gemacht für das Spiel hier. Das ist ja einfach der Soundtrack, den man schon kennt aus den anderen Sonic Games. Hier sind jetzt die ganzen Obbys, Mann. Ich will das eine Ding nochmal zeigen. Ich mal. Ja, und dann hat man direkt beim Googlen die ganzen Negativschlagzeilen gehabt, weil sich sehr viele Kinder halt mit Roblox beschäftigen irgendwie und die Internet-Community mal wieder von irgendwelchen merkwürdigen Erwachsenen genutzt werden, die dadurch den Kindern näher kommen wollen. Also, ich habe mich da jetzt noch nicht belesen mit der Materie, da könnt ihr mir ein bisschen aufklären, falls ihr da irgendwas wisst oder Erfahrung habt, weiß der Geier. Ob jetzt Roblox wirklich kein gutes Ding ist oder ob die alle übertreiben. Was weiß ich, ey. Ich bin jetzt nur hier, um das Sonic-Spiel zu spielen. Ich bin jetzt irgendwie oben. Und grinde mir hier einen Ast. Tails war auch als Charakter, ich glaube sogar zu wissen, wo Tails als Charakter war. Können wir ein bisschen wechseln. Ich glaube, der befand sich hier. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, ist die Character Card für Tails versteckt, den ich auch mal spielen werde. Wenn wir den gesehen haben. Foxboy. Er kann aber keine anderen Moves. Probier's nochmal. Nee. Nichts zu machen. Aber sieht eigentlich auch ganz gut aus, ne? Hier sein Fuchs. Schweif nutzt als zusätzlichen Antrieb. Ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, für Roblox-Standards ist es hier ein super Game, ne? Aber dann hört es ja auch schon auf. Guck mal, wir haben fast den Höchstlevel wieder erreicht. Aber wo sind denn die ganzen kleinen Obbys? Muss man dafür die anderen auch erstmal schaffen, dass man die nächsten freischaltet? Ich glaube schon. Ich glaube, die erscheinen erst, wenn du die vorherigen geschafft hast. Was auch Sinn ergibt, wenn ihr mich fragt. Deswegen suche ich mir die ganze Zeit einen Ast ab. Komm, dann machen wir noch die Obbys, damit wir die gesehen haben. Wo geht's denn? Komplett verlaufen jetzt. Wie das so ein bisschen nachlädt die ganze Zeit, ne? Also ich bin ja gerade jetzt schon auf Level 46. Aber trotzdem sieht das nicht schön aus. Auf Dauer. Dann machen wir alle Obbys. Hast du keine Hobbys? Dann spiel doch mal in Lobbys. Obbys. Green Hill Obby. So, und das zweite. Das ist Obby 1. Und hier ist Obby 2. Das Level mal angucken. Drücksprung 2. Drücksprung 2. Ja, die Google-Übersetzer fehlinterpretiert, aber ja. Homing Attack. Indem man zweimal Sprungknopf betätigt. Das wollten die mir sagen. Drücke den Sprungknopf zweimal. So, nach Adam Riese müsste jetzt irgendwo Obby 3 aufgetaucht sein.
Werde ich dann mal gucken. Ja, und man kann auch noch Knuckles frei spielen. Und offensichtlich fügen die immer weitere Inhalte hinzu. Offensichtlich fügen die immer noch weitere Inhalte hinzu. Ich war ein bisschen beeindruckt, weil ich es zum ersten Mal gespielt habe. Jetzt denke ich mir so, lol, als ob du über ein Let's Play nachgedacht hast. Lost! Lost, was ist hier? Das ist Obby 2. Wo ist denn Obby 3 jetzt? Ich glaube, Obby 3 war halt in Hilltop. Ich schwöre. Oder tauchen die doch nicht auf wegen irgendwelchen anderen Kriterien? Ich meine, Level 50 hatte ich definitiv nicht voll, ne? Und hier Obby 2. Hier! Habe ich gefunden. Guck mal, das ist Hilltop. Das können wir noch sehen. Auch wenn ich scheinbar nicht zur Oberwelt Hilltop komme. Ja, das Spiel kommt mir auch ein bisschen wie ein Bazar vor, oder? Weil überall Sachen aufblitzen und ich weiß gar nicht, wofür ist das alles? Für irgendwelche Ringe und Erfahrungspunkte, die du auch bekommst, wenn du einfach nur rumläufst. Deswegen viel Wind um nichts, hätte ich gesagt. Ja, ist wirklich so. Die Steuerung wird natürlich schwieriger, je höher der Level ist. Wir können gleich nochmal ein Rennen teilnehmen. Mit Level 50. Ja, dass die einfach nicht stillhalten. Wenn du aufhörst, in eine Richtung zu drücken. Das, was in Sonic Forces oder in Sonic 4 kritisiert wird, ist hier in die andere Richtung verkehrt gelöst. Ne? Zu viel Nachschwung. Und damit haben wir es geschafft, ne? Was haben wir jetzt davon? Auch nichts. Das sieht halt auch witzig aus, seht ihr das? Da hängt diese Textur einfach in der Luft. Haben sie vergessen zu entfernen, da hängt einfach die Textur in der Luft. Oder spawnt das nicht richtig? Hier muss man noch eine Stunde 33 warten, ich weiß nicht. Es ist definitiv wild. Es ist definitiv wild. Ja gut, wenn ich jetzt hier den Level voll habe, dann mache ich wieder eine Wiedergeburt. Ach, Level 5, jetzt geht's doch höher. Aha! New Max Level 100. Ach so. Guck an. Ne, ich spiele nochmal ihn. Es gibt noch Knuckles und wer ist das? Gesperrt episch. Ist das Sonic Riders Tales oder was ist... Was ist das für Tails? Okay, 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 okay. Spielpässe. Ja, und noch ist das Ganze kostenlos, sag ich euch. Aber irgendwann werden diese Entwickler auf den Trichter kommen. Wir wollen das Geld von den Kids. Da würde ich doch glatt meinen obersten Igelstachel für verwetten. Dass die irgendwann sagen, in-game... In-App-Käufe oder wenn es das nicht sogar schon gibt. Also es geht definitiv noch schneller. Ich habe den anderen Amateur jetzt überholt. Aha. Serie behalten. Dinger respawnen auch. Ja, jetzt ist hier nichts, ne? Danke. Soll man noch nicht die ganze Zeit seine Serie behalten? Haben wir darüber nachgedacht? Ja gut, 3 Wiedergeburten für die nächste Zone kriege ich sowieso nicht gebacken. Viele meinten die Eiswelt, oder das wurde halt in dem Stream gesagt, die Eiswelt wäre das schönste Level bisher. Ich würde nur sagen, wenn ihr das sagt, würde das vielleicht so sein.
Wenn ihr das sagt, wird das vielleicht so sein. Oh. Okay, ich war quasi hier unter dem Gras. Das habe ich aber nicht gesehen. Nee, weit entfernt von perfekt. Ich sag mal so, ne? Ich würde nicht sagen, dass das Spiel hoch gelobt wird. Hier hinten sieht's aus wie ausgekotzt. Aber wenn das Sonic-Team sowas abgeliefert hätte und wenn es Free-to-Play ist, Hate des Jahrhunderts mal wieder, ne? Aber wenn es heißt hier, oh, neues Kartenspiel für Roblox, dann geht's klar, ne? Man kennt ihn. Na? Kein Sonic freigeschaltet. Dafür bin ich auch noch nicht gut genug. Bestimmt kann man hier noch viel entdecken und es gibt einige Secrets, die ich vielleicht durch meine stupide Spielweise nicht entdecken kann und das vielleicht nicht das ganze Potenzial vom Sonic Speed Simulator auskosten kann. Aber ich denke, wir hatten einen kleinen Einblick, was das ist und was das soll. Was auch da steht, Charakterfragmente sind erschienen, das weiß ich jetzt auch nicht, was damit gemeint ist. Ein Rennen wollen wir noch machen, ne? Richtig. Bevor wir das abschließen. Meine Fresse. Mach lieber Geschwindigkeit und keine präzisen Sprünge. Ich sag's dir, Spiel. Ihr habt gesehen, dass man auch ab und zu so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, durchklitscht. Man sollte nicht genau hingucken. Und jetzt kann ich grinden. Ah, und hier ist nichts. Ist ja auch prima. Vielleicht die Welten mal noch ein bisschen ausbauen. Naja, ich werde es vermutlich nicht nochmal spielen. Ich werde auch Roblox wieder deinstallieren. Oder ist das überhaupt installiert? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das ist. Da bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Ein Rennen machen wir noch. Dann noch ein Rennen. Und zwar in welchem Level? Green Hill. Schade. Weil ich jetzt ja auch mal... Ich weiß nicht, ob du an anderen wieder teilnehmen kannst. Ja, und irgendwie, irgendwas geht mit den Schau, ne? Du kannst irgendwie deine Schau züchten. Damit hast du vermutlich so in die Ohren wie dieser Tails da. Ja, und der hat einen höheren Level, ne? Man sieht's. Ich weiß nicht, also so viel geben mir die Rennen jetzt auch wieder nicht. Entdecke einen Schau und Automaten auf der ganzen Welt. Ach, die kann man sich für Ringe kaufen. Habe ich jetzt was gekauft? Ich habe jetzt einen gewöhnlichen Schau gekauft. Und hab dicken Batzen. Achso, das ist deine Textbox. Ja, ich hab mir natürlich einen Schau gekauft. Was ist das hier? Unbekommen grünes Schau. Also die Deutsch. Ja, lass es Englisch, ganz ehrlich. Wenn du keinen deutschen Übersetzer hast, dann übersetz es nicht auf Biegen und Brechen. Die meiste Schritte, 48 Millionen Schritte hat Ult Supernova gemacht. Von allen insgesamt, oder was willst du mir hier erzählen? Das bist du? Ach so, das ist der Roblox-Charakter von Ult Supernova. Sieht ja krass aus. Was für ein Tails mit Chaos Emeralds. Die meisten Rennen, 16.000. Alter, wenn du 16.000 von diesen Rennen machst, dann... So viel Geld kannst du mir gar nicht bezahlen. Die meisten Wiedergeburten. Schon über 1000 Wiedergeburten für den Fem. Aber das Rumrennen macht schon ein bisschen Spaß. Ach, eine wilde Welt, in der wir leben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und... Meine Herren. Oder warte, wir gucken nochmal. Menü-Chat, Alter. Von Entwickler festgelegt. Bestenliste? Achso, die habe ich ja ausgemacht.
Charakter respawnen. Wenn irgendwo festhängst oder so. Stark. Und dann möchtest du das Erlebnis wirklich verlassen. Ja, das möchte ich. Und damit ist es weg. Und damit endet das Let's Test. Däumchen während Räumchen. Bis dann und ciao.